Also Leute, auf zum Endsport. Schaut hin, wir haben nur noch 2, 4, 6, 8 Missionen. Und dann haben wir das Spiel durch. So, müssen wir schnell sein. Wir wollen hier zu diesen Bunkeranlagen. So, und da haben wir es auch schon. Können wir natürlich nur hoffen, dass er nicht zurückerobert. Genau, das sollte nicht passieren. Boah, jetzt wird es schon eng. Ja, was haben wir jetzt falsch gemacht? Was haben wir jetzt falsch gemacht? Ja, jetzt müssen wir erstmal ihn ein bisschen runterhauen lassen. Problem ist natürlich hier die vielen Einheiten, was dann auf einmal kommen. Versucht natürlich immer zu verstärken hier, oder? Wir sind durch. Ja, okay, das heißt aber überhaupt noch nichts, weil schaut hin. Wenn er mit seinen großen Einheiten hier kommt, jetzt können wir verstärken. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Glück und dann müssten wir hier durchkommen. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt schnell hier durch. Und hier schon mal ein Heli hinschicken. Nein, der kommt nicht. Jetzt haben wir es trotzdem falsch gesetzt. Nein, es geht noch. Wir müssen es nur jetzt irgendwie halten. Komm, produziere deine Einheiten schnell. Wir müssen so lange durchhalten, bis unser Heli aufgeladen ist. Und da haben wir es doch. Gehen wir mal gleich hier rüber. So, dann gehört der eine Landeplatz schon mal uns. Nehmen wir jetzt mal den da noch mit ein. Jetzt können wir uns aussuchen, welchen wir nehmen. Ah, nehmen wir gleich den hier drüben. Da hat er nämlich nicht viel. Und den dazu. So, da hat er es verloren. Unmachbar mit seinen 7 Helikopter oder was der hier gehabt hat. So, Upgrades, wie gesagt, können wir keine mehr machen. Haben wir alle durch. Dann hier auch gleich zu den Bunkeranlagen, würde ich sagen, oder? Ja. Natürlich die Frage, ob wir dann... Ja. Ich glaube, wir müssen beide Felder halten, damit wir die Bunkeranlagen hier bekommen. Schnell hier rein, dass wir die ja nicht mehr verlieren. Oh, Kacke. Nee, das können wir nicht bringen. Das hätte jetzt so super geklappt, aber das Problem ist natürlich, weil er schon... zwei Einheiten hier, also zwei, oh nee, jetzt hat er ja gleich drei. Aber wir können auf jeden Fall hier mit Nuklear dann das hier schon mal vernichten und das machen wir jetzt auch gleich. Dass er hier gar nicht in der Lage ist, so viele Einheiten hier zu produzieren. So, und jetzt holen wir uns das nämlich wieder zurück. Nein, oder doch nicht. Mal hier schnell auf Null. Na, schaut mal, was wir jetzt alles an Einheiten hier... Ach, nur der hier ist für die Bunker. Ach so. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ah, halt. Nuklear zerstört uns ja auch mit. Naja, dann müssen wir das nur mit den Chats hier machen. Naja, können wir wieder auf aufhören. Das schaffen wir wieder nicht. Ja, wir müssen aufpassen, wo wir das Nuklear einsetzen. Da habe ich natürlich überhaupt nicht aufgepasst, dass der ja unsere Einheiten auch zerstört. So, mal schnell hier rüber. Und dahin.
Nuklear. Dann werden wir mal schnell das hier zerstören. So. Ja, bräuchten... Na, jetzt will nach oben. Ja, jetzt will zu meinen Einheiten hier hin. So, dann machen wir das mal so. Aber jetzt schnell hier vor, Leute. Komm, ganz schnell. Und hier jetzt verstärken. Nein. Ja. Jetzt haben wir es eigentlich schon so gut wie. Jetzt mal die ganzen Felder. Oh, leck, wo habe ich jetzt die Rakete hingesetzt? Ich glaube nicht. Oh, Gott sei Dank, die ging ins Wasser. Ja, was habe ich denn jetzt hier gehabt? Habe ich nämlich mich aus Versehen verklickt? Was ist passiert? Ah ja, schaut hin. Ich habe mein Nuklear selber ausgeschaltet. So, dann müssen wir jetzt mal das Zeug hier unten. Da den Heli hin. Den Heli sage ich schon. Unseren Chat. Machen wir hier mal auf 0, da machen wir Nuklear hin. So, jetzt schnell hier rüber. Da hat er schon wieder verloren. Na. Ah, nur Helikopter. Ja, müssen wir es so machen. Gibt es hier eine Flak irgendwo? Ach, da hinten. Naja, na ja, dann... Ei! Jetzt hat er die ganzen Flaks besetzt. Schaut mal hin. Kommen wir dann bis darüber. Ja, schaut nicht so aus. Und dass so viele Einheiten hier produziert werden. Na, jetzt haben wir das hier schon verloren. Nee, das läuft falsch. Das können wir nicht machen. Wir müssen natürlich hier rüber. Halt. So, wir müssen schnell sein. Oh, wer schneller? Er oder ich? Er oder ich? Er oder ich? Nein. Er. Komm. Ja, ich glaube, er ist... Na, jetzt müssten wir doch schneller sein. Hey, komm. Wir waren schneller wie er. So. Schnell hier hin. Nehmen wir mal das hier ein. Das ist unseres. Dann schnell dahin. Hier aufwerten. Dann gehen wir mal hier rüber. Ja, blöd ist natürlich wirklich, dass er die ganzen Flakgeschütze dann unter sich hat. Oh. Ne, aufgewertet haben wir. Perfekt. Wir kommen mit unseren Einheiten gar nicht so weit. Boah, wie macht man denn das? Wir können wirklich nur alle hier rüber schicken. Und dann wirklich so gut wie möglich halten. Dann hier wieder aufwerten. Wenn wir es jetzt nicht schon verlieren. Nein, wir haben es noch nicht verloren.
Komm. Das wird aber schon eng alles hier. Ne, jetzt haben wir es wieder verloren. Boah. Also hier haben wir Flachs. Wenn wir hier rüber fliegen, machen wir es halt erstmal so. Bei der fliegt das sowieso erstmal zu den Flakgeschützen. Und dann kommt er gleich hier rüber. Ja. Aber hier müsst trotzdem besser laufen. Ah, jetzt greift er hier drüben an noch. Ja, shit. Nein. Na, jetzt haben wir das hier schon verloren. Dann gehen wir mal schnell hier rüber. Ja, so schnell produzieren die... Ah doch, wir haben beide. Jetzt warte mal. Ja, lad, 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 lad. Komm. Dann schnell hier rüber. So. Jetzt darüber. Dass wir das hier wieder nicht verlieren. Na, wir haben schon gar nicht mehr so viele Einheiten. Schick dich, komm. Und jetzt müssen wir dann mal schauen, vielleicht bleibt er hier. Alles mal hier in die Mitte bringen. Können wir jetzt schön abwechselnd hier hin fliegen. Er hat ja jetzt nur noch eine Station, wo er Helikopter hier machen kann. So, und jetzt lassen wir einen Teil nämlich hier rüberfliegen. Halt da, wieder auf dem Heli drücken. Jetzt vergesse ich natürlich immer. Wir brauchen diese Flakgeschütze. Oh, wir haben sie. Ja, da hat er verloren. Wie soll er das noch abhalten hier? Verbinden wir mal alles schön. Na, schaut euch das an. Verloren. So, wir sind jetzt welche Mission? In 51. Oh, wir sind fast am Ende. Ja, das Flaggschiff wäre natürlich schon... Ah. Keine Chance. Schaut mal an, wie viel Helis der schon hat am Anfang. Das ist ja Wahnsinn. Also, dann müssten wir... Naja, das Schiff müssten wir einnehmen. Brauchen natürlich auch die Flakgeschütze. Da verstärken. Jetzt sind wir dann schon bei 120. Das schaut gut aus. So, komm. Vielleicht müssten wir hinbekommen. Ja, wir haben es sogar. Hey, geh da weg. Wir verstärken jetzt mal hier am Schiff. Und dann 100. Ja, da hat er jetzt sowieso erstmal einiges zum Kämpfen, bis er hier mal hinkommt. Ja, der hat natürlich hier, hat er schon verdammt viel. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal wieder Richtung Schiff. Dann hier. So, und jetzt hier rüber. ...127, ja, das kann er nicht mehr schaffen. So, und da drüben hat er auch nicht mehr viel. Da haben wir unsere Angriffshubschrauber. Werden wir natürlich da auch gleich mal angreifen. So, Angriffshubschrauber mit, komm. Eine Station hat er noch.
Ah, nee, der hat ja Panzer auch noch. Hey, Moment, wir können ja mit unseren Panzer dann eigentlich auch rüberfahren. So, hier verstärken. Jetzt hat er es verloren. So, das sind unsere Panzer. Ja. Puh. Es wird immer schlimmer jetzt. Na, hier müssen wir natürlich jetzt mal wieder warten. Wir brauchen diese Stellung hier drin. Na, jetzt sind wir aber halt schon voll. Boah, jetzt kommt er mit 43. Schnell, mach die voll, mach die voll, mach die voll. Nee, wir lassen trotzdem jetzt erstmal hier drüben produzieren. Shit. Na kacke. Das ist kacke. Jetzt warte mal, jetzt bringen wir mal 10 hier rüber. Den Rest lassen wir hier. So ist es besser. Das hätten wir gleich von Anfang an machen müssen. So, hier produziere nämlich jetzt auch schön mit. Können wir jetzt hier versetzen? Ja. Nee, können wir nicht. Wir müssen hier angreifen lassen. So, hier sind wir auf 0. Wir waren auf 0. Unsere Kampfhubschraube hier rüber. Dann unsere ganzen Panzer. Komm, haut die Basis hier weg. Ja, jetzt haben wir es. Oder wir hatten sie. Nein, wir haben sie noch. So, okay, dann schicken wir die anderen mal hier runter. Auch mit dem Transporthubschrauber. Ja, solange die hier schießen, produziert ihr eigentlich fast keine neuen Einheiten mehr. Aber dass hier die Helis sich nicht verbessern lassen, das ist für mich ein bisschen fragwürdig. So. Natürlich gut wären... wäre diese Bunkeranlage hier. 18, 15... Aber wenn der natürlich... Boah, schaut doch mal die Einheiten an, die hier kommen. Nein! Alter, 60 Stück. Dann müssen wir trotzdem erstmal hier aufwerten. Die Frage ist nur, wenn wir vielleicht das hier einnehmen, dass wir die Flakgeschütze dann haben. Oh, nee, die gehören zu der Stellung. Okay. Hat er eigentlich Hubschrauber? Nee, hat er nicht. So, unser Angriffsheli hier oben. Aber wo gehört diese Flakstellung dann hin? Zu wo gehört die? Ja, ihr seht schon, da wird es ein bisschen dauern, bis wir diese Bunker... Aber wenn wir die hätten, dann hat er eigentlich überhaupt keine große Chance mehr, weil er hier noch einen einzigen hat. Lassen wir aber trotzdem mal unsere Angriffshubschrauber hier rüberfliegen. Teil noch hier rüber, dass wir auch eine große Angriffsmacht von den Hubschrauber haben.
So, jetzt werden wir mal hier oben angreifen. Da haben wir ja genug Einheiten, ne? Dann hier verstärken und dann geht's hier rüber. Also 250 Einheiten kann er halt überhaupt nicht aufhalten. Keine Chance, keine Chance. So, Kampfhubschrauber, mir nach. So, und dann gehen wir mal hier hoch. Ah, hier werden da gar keine Einheiten produziert. So, komm. Hier aufwerten und dann können wir hier rüberfahren. Da haben wir es doch. Nein, noch nicht ganz. Oh, haben wir viele Einheiten verloren. Jetzt haben wir es. Perfekt. So, wir sind jetzt bei... zwei Missionen noch. Zwei Missionen noch. Ja, wo fahren wir hier am blödsten hin? Hier in die Mitte. Was bekommen wir da in der Mitte? Eigentlich nicht wirklich was. Ich glaube, wir müssen dann trotzdem erstmal ein bisschen Einheiten sammeln. Unsere Kampfhubschrauber. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist ja nur diese eine Stellung hier. Wir haben Flak, also mit unseren, mit seinen Helis wird er nicht weit kommen. Lassen wir mal hier. Oh, schaut mal an, mit welcher kleinen Panzermacht er hier anrücken will. Ist das dein Ernst? Du kommst doch nicht einmal so weit. Aber überhaupt nicht. Die Panzer kommen nicht einmal bis zu meiner Fahne. Schaut euch das an. Rein, gar nichts. So, Kampfheli. Die Einheiten nach vorne. Ist die Frage, wo lassen wir jetzt verstärken? Ich glaube gleich hier. Komm Leute, ihr müsst hier mit angreifen. Oh, jetzt haut er aber runter. Jetzt haut er richtig runter. Ah, das ist aber immer noch, glaube ich, auch dieser scheiß Bunker hier. So, jetzt nach vorne. Yes, wir haben den Bunker auch. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass er das hier nicht einnimmt. Hier verstärken lassen. Beeil dich. So, ein Teil hier rüber, ein Teil dahin und ein Teil dahin. So, zwei Positionen gehören uns. Und die letzte Position. Nein, kann er nicht schaffen. Ja, was soll man sagen? Wir sind in der letzten Mission. Ich will gar nicht wissen, wie übel die jetzt hier wird. Wenn wir natürlich jetzt den Bunker schon mal haben, ist es schon mal sehr gut. Er hat keinen Bunker. Dafür hat er halt Flak, muss man dazu sagen. Aber wir haben gleich unsere Kampfflugzeuge. Nuklear. Achso, nee, das können wir nicht nehmen. Das wäre hier drüben.
So, dann schicken wir hier ein Heli rüber, dass wir das Nuklear auch nutzen können. Null. Also, dann haben wir das zweite Schiff. Ja, jetzt hat er nicht mehr viel. Schaut an, nur noch die eine Stellung hier drüben und dann hat er verloren. Und das werden wir jetzt dann mit dem nächsten Upgrade von dem hier, werden wir es weghauen. So, schaut hin. Da, jetzt ist er auf Null. Und jetzt hat er verloren. Die letzte Mission. Wir sind durch im Spiel. So, schaut euch das an. Wir haben 57 mal gewonnen, 2 mal verloren. Das, jetzt warte mal, wir haben doch, achso, wenn Mission Fail kommt, dann haben wir 2 mal verloren. Wenn wir auf Escape und Neustarten gehen, es wird nicht gezählt. Basen eingenommen, 389, Basen verloren, 51, ist eigentlich wirklich eine gute Quote. Und Basen zurückerobert, 6. Haha. Boah, schaut mal, wie viele Panzer wir gesendet haben. Nee, ist wirklich cool. Also, wir haben das Spiel durch. Schaut hin, wir haben überall die Sterne. Für zwischendurch von mir wirklich reine Kaufempfehlung. Es ist ja kein Dauer auf das Spiel. Ihr seht es ja selber, wenn eine Mission 2-3 Minuten dauert, manche vielleicht ein bisschen länger, habt ihr das Spiel auf, sagen wir mal, auf 3 Stunden auf jeden Fall durch. Die schlimmste Mission ist, wie gesagt, Mission 26. Also, macht sie so, wie ich jetzt das schon vom Anfang an vermutet habe. Wartet, bis euer Helikopter, euer Transporthelikopter voll ist. Und dann schickt alle Einheiten in die Mitte. Und von da aus nehmt ihr die seitlichen Felder ein. Und dann gehören die Flaggen nämlich euch. Und so schafft ihr das. Ja, für 79 Cent kann man hier meckern. Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal erwähnt, wer jetzt Battletime gerne spielt oder Planets Under Attack, wird bei dem Spiel auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. So, ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen, vor allem, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Euch nur einen schönen Tag, macht's es gut, tschüss. Tell me that you love me.